Jo Leute, Sinja am Start und willkommen zu meiner Review und natürlich auch zu einem weiteren Video zu Nanatsu no Taizai. Seven Deadly Sins ist wieder am Start und wir kommen zum neuesten Kapitel, nämlich Kapitel 319 auf einen Sonntag, richtig schön schmackhaft, dieses Mal ein bisschen früher und dieses Kapitel ist auch sehr, sehr deep. Ohne Spaß, sehr tiefgründig und es behandelt ziemlich stark die brüderliche Verbindung, die Beziehung zwischen Meliodas und seinem Bruder Zeldris, was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Ich muss ehrlich sagen, bei diesem Kapitel habe ich richtig viel gefühlt, das habe ich richtig gefühlt. Ich hatte sogar eine kleine männliche Träne, ohne Spaß, weil dieses Kapitel nochmal, wie auch viele andere Kapitel in der Vergangenheit, zeigt, wie arm Zeldris eigentlich in diesem Manga ist. Also, was für eine arme Sau der Typ eigentlich ist. Das ist echt krass. Also, wir haben Estarossa bzw. Mae schon als arme Sau in diesem Manga ganz oft gehabt. Aber Zeldris ist nochmal wieder eine ganz andere Spur. Ohne Spaß. Also, das ist wirklich nicht mehr normal. Aber wir kommen auf dieses Kapitel zu sprechen. Erstmal sei hier natürlich nochmal gesagt, lasst mir gerne für dieses Kapitel einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr noch nicht Abonnent hier auf diesem Channel seid. Hier verpasst ihr nichts mehr zu Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins und natürlich auch zu anderen Anime und Manga. Wir starten mit dieser ganzen Thematik rund um Chapter 319. Wir sehen nichts von Arthur, nichts von Escanor oder den anderen Seven Deadly Sins. Hier geht es erstmal nur um das Setting Meliodas gegen König Zeldris bzw. seinen Vater, der sich in dem Körper von Zeldris befindet. Und der Kampf geht quasi in die nächste Runde. Und tatsächlich ist es genauso, wie ich das letztes Mal angesprochen hatte. Es kommt dieser gewisse Twist jetzt rein, denn Zeldris bekommt nicht die ganze Zeit auf die Schnauze. Natürlich haben wir immer mal wieder gesehen, der Dämonenkönig ist nicht bei 100%iger Stärke. Er muss sich erst regenerieren, er muss erst die Kraft aufbauen können. Und durch den See, wo das Ganze halt eben stattfindet, der Kampf und so weiter, was natürlich auch mit Arthurs Excalibur-Schwert zu tun hat, sammelt sich eine gewisse magische Kraft in dem Körper von Zeldris an und der Dämonenkönig kann seine Stärke gewinnen, beziehungsweise es geht auch ein bisschen darum, dass der Zeldris im inneren Teil immer mehr das Ruder an seinen Vater übergibt, weil er sich zurückfallen lässt, sage ich mal. Also er pennt quasi ein, er lässt sich quasi übermannen, ohne es eigentlich zu wissen, dass er von diesem manipuliert wird, durch Fake-Gelder, durch diese Illusion und dementsprechend bekommt er da immer mehr Kraft, die er halt auch braucht, um halt gegen Meliodas weiterhin kämpfen zu können. Das Ding ist, dass Meliodas aktuell natürlich nicht 100% All-Out gehen kann, es eigentlich sogar nicht möchte. Es hat hier was mit dem Willen zu tun, weil es ist natürlich immer noch der Körper von Zeldris. Dort drinnen irgendwo befindet sich sein Bruder. Das Ding ist, er kann ihn nicht töten, das bringt er nicht übers Herz. Er bringt es nicht übers Herz, beide zu töten. Er möchte natürlich seinen Vater rauskicken, aber an dieser Stelle ist es nicht so nice, wenn Zeldris auch dabei drauf gehen könnte. Und das ist es, was Meliodas so ein bisschen, was letzte Woche angesprochen wurde, fehlt, wenn es so um dieses Durchsetzungsvermögen geht, wenn es so um diese Konsequenz geht. Da ist Meliodas nicht komplett hinterher. Ich denke, der Dämonenkönig oder ein normaler Dämonenkönig würde keinen Unterschied machen, ob er hier sogar diese Konsequenz mit in Anspruch nehmen würde, dass Zeldris halt mit von der Partie ist, wenn er beide umbringt und so. Aber bei Meliodas sind halt persönliche Gefühle mit dem Spiel, deswegen macht er das hier nicht und bringt er nicht übers Herz, seinen Bruder letztendlich damit seinem Vater zu töten. Auch wenn er aktuell theoretisch die Kraft dazu hätte. Wie gesagt, er ist in der Baseform, er hat keinen Assault Mode aktiviert oder seine Dämonenkönigform hat er auch nicht aktiviert, also das kommt wahrscheinlich alles noch, aber er ist erstmal die letzten Kapitel, wo er seinen Vater kaputtgeschlagen hat, wo er den Kampf dominierte, war er die ganze Zeit über in der Baseform und hat relativ normal gekämpft, wo natürlich viele schon gesagt haben, okay, macht vom Power Level her und so weiter nicht wirklich viel Sinn, Meliodas ist einfach broken as fuck, der ist viel zu stark, aber genau das ist der Knackpunkt, der Dämonenkönig weiß ganz genau, der macht mich sowieso nicht fertig am Ende des Tages, beziehungsweise schlussendlich wird er mich sowieso nicht töten, weil ich seinen Bruder in der Hinterhand habe. Das ist halt das Ding. Und es geht so ein bisschen wieder in Flashbacks rein. Wir sehen wieder, dass Zeldris sehr, sehr viel Zeit mit Meliodas verbringen wollte, aber Meliodas zu damaliger Zeit nicht wirklich viel Zeit für ihn hatte. Und das ist halt so eine Sache, da muss ich einfach sagen, wenn man mal wirklich ein Kapitel hat,
oder eine Folge später im Anime mal haben wird, wo man komplett die Vergangenheit durchleuchtet und zeigt, dann wird man feststellen, dass diese Verbindung oder generell die Szenerie zwischen Meliodas und Zeldris voll mies ist, vor allem für Zeldris. Weil Zeldris hat immer zu Meliodas aufgeschaut. Eigentlich das, was wir am Anfang durch Estarossas Blick gesehen haben. Genau das gleiche hier jetzt mit Zeldris und Meliodas, weil Estarossa ist ja Mael, war ja in Wirklichkeit nicht Meliodas Bruder. Genau das gleiche hier jetzt mit Zeldris an dieser Stelle. Und er hat immer zu ihm aufgesehen und wollte immer Zeit mit ihm verbringen, aber Meliodas hatte nie Zeit für ihn. Er hatte nie Zeit für ihn. Und wenn dann irgendwann mal, wo er mit ihm abhauen wollte, einige Kapitel zuvor, was uns revealed wurde, dann war es schon zu spät, weil Zeldris einfach diese gewisse Loyalität hatte, die Meliodas einfach nicht beabsichtigt hatte, beziehungsweise auf die er einfach geschissen hatte, weil Elizabeth ihm wichtiger war an dieser Stelle. Und Zeldris wollte so viel Zeit mit ihm verbringen, er wollte von ihm lernen, er wollte wissen, wie es ist, die Welt zu sehen, die Welt zu erkunden, zu jagen und so weiter. Also nicht nur einfach zu kämpfen oder irgendwelche kampftechnischen Dinge von ihm zu erfahren, sondern alles eigentlich. Wie ist es, eine Freundin zu haben? Wer ist seine Partnerin und so weiter? Diese ganzen Dinge sind voll krass und theoretisch fehlt es den beiden an einem ganz wichtigen Punkt, und zwar an dem Gespräch, an der Konversation. Die beiden haben gefühlt noch nie richtig miteinander gesprochen, beziehungsweise ging es eigentlich nie von Meliodas Seite aus. Also Meliodas hat immer abgeblockt, Meliodas hat immer gesagt, yo, ich habe keine Zeit, ich muss mich um die und die Dinge kümmern. Und man sieht es auch an seinem Blick. In dem Flashback, was wir hier in diesem Kapitel zu Anfang sehen, sehen wir Meliodas Blick, und der ist ziemlich abgebrüht, ohne Spaß. Also der wirkt ganz anders, der wirkt viel reifer, sehr kaltherzig, so einfach nach dem Motto, ich habe keine Zeit für dich, Zeldris, geh spielen mit irgendwelchen Würmern im Dreck. So gefühlt nach dem Motto wirkt das hier. Und Zeldris ist so derjenige, der einfach nichts machen kann, der einfach die Aufmerksamkeit von seinem Bruder haben möchte und diese nicht bekommt. Und das seit sehr, sehr vielen Jahren lang. Und dann schlussendlich, wo Meliodas ein bisschen im Arsch ist, sag ich mal, wo er dann halt den Clan so quasi auf sich zieht, auf sich hetzt, in dem Fall halt, wo er den ganzen Clan verraten wird, mittels dieser ganzen Beziehung mit Elizabeth und so weiter, dann geht er diesen gewissen Schritt auf Zeldris zu, ja komm Bro, lass doch mal den Clan zusammen verraten und so weiter. Also man muss schon sagen, ich mag Meliodas, auch nicht falsch verstehen, aber die Herangehensweise oder sein Verhalten gegenüber Zeldris ist nicht nice gewesen, definitiv nicht. Und das gibt er selber zu, schon ganz oft. Das hat er gegenüber den Seven Deadly Sins zugegeben, das hat er sich selber schon ganz oft gesagt. Er weiß es ganz genau, er war kein guter Bruder. Er war kein guter Bruder und er wird es wahrscheinlich vielleicht auch niemals sein. Es ist halt jetzt an der Zeit, dass er so den ersten Schritt macht, um für seinen Bruder da zu sein, indem er ihn halt rettet, durch halt den Kampf seines Vaters und so weiter. Und das klappt in diesem Kapitel nicht. Also es sieht hier sehr stark danach aus, dass Zeldris von uns geht, dass er vielleicht sogar stirbt. Das wissen wir nicht 100%. Ist natürlich auch so die Sache gewesen mit Elizabeth beispielsweise vor einigen Kapiteln, wo dieser Stein vom Himmel kam oder von dieser Klippe kam und alle gedacht haben, oh mega der Twist, Elizabeth ist tot, letztendlich hat Merlin sie gerettet. Ist natürlich schon offensichtlich gewesen, dass Elizabeth nicht tot ist. Das gleiche wird hier auch mit Zeldris der Fall sein. Also man baut hier eine gewisse Spannung um Zeldris auf, dass er jetzt vielleicht verloren ist, dass Meliodas niemals wieder an ihn geraten kann, dass er jetzt in seinem Inneren halt das Steuerbord übergegeben hat an seinen Vater und er quasi jetzt in den ewigen Schlaf gefallen ist, so wird es halt verdeutlicht, und das wird hier sehr, sehr dramatisch dargestellt mit dieser ganzen Beziehungsthematik rund um die Brüder halt, Meliodas und Zeldris. Finde ich sehr, sehr gut in diesem Kapitel dargestellt. Generell, ich kann sowieso sagen, Zeldris wird nicht sterben, also vor allem nicht daran. Schlussendlich denke ich das aber eigentlich nicht, weil wenn Meliodas und Elizabeth ein Happy End verdient haben, dann Zeldris und Gelder sowieso, also auf jeden Fall. Zeldris ist so eine arme Socke, das hat er auf jeden Fall verdient, dass er auch ein Happy End mit seiner Geliebten haben darf, wenn sein Bruder, der nicht so immer das Richtige gemacht hat, definitiv auch so ein Ende bekommt. Schlussendlich muss man sagen, abwarten, aber das sieht in diesem Kapitel bisher nicht danach aus, denn der fällt in seinen ewigen Schlaf, beziehungsweise Zeldris lässt
einfach sich fallen, quasi in die Arme von Fake-Gelder. Wir sehen dann halt auch, dass er von diesem Traum so ablässt. Wir sehen die Illusionswelt im Inneren von Zeldris, wie er mit Fake-Gelder darüber spricht, dass er immer die Aufmerksamkeit von Meliodas haben wollte. Und wir sehen halt quasi so langsam, dass genau in dem Moment, als Zeldris sich immer weiter fallen lässt und immer mehr davon ablässt von seinem Bruder und immer mehr das Vertrauen quasi zu ihm verliert und immer mehr das Ruder an seinen Vater übergibt, obwohl er das nicht weiß, bekommt der Dämonenkönig im äußeren Verhältnis immer mehr Kraft und wir sehen sogar, dass dieser immer erwachsener wird bzw. die Kraft sammeln kann. Das äußert sich dann so, dass der Dämonenkönig, also König Zeldris, Meliodas dann absolut auf die Fresse haut und ihn komplett verprügelt. Dem ist aber nicht die ganze Zeit so, denn Meliodas wechselt dann quasi in Assault Mode. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es Assault Mode ist oder ob er einfach nur sein Demon Mark aktiviert hat, aber er kontert dann kurz, aber genau in dem Moment, wo Zeldris quasi 100% weg ist, absorbiert er die gesamte Dunkelheit und selbst das Demon Mark, also das Zeichen auf Meliodas Stirn, wird vom Dämonenkönig absorbiert. Also das sieht man sehr, sehr schön in diesem Kapitel. Das fand ich sehr, sehr krass. Und das Kapitel endet dann mit Meliodas Schrei nach Zeldris, dass dieser halt quasi von ihm geht. Aber wir wissen natürlich ganz genau, ich kann es euch sagen, er wird nicht tot sein. Also safe nicht. Ist genau das gleiche wie mit Elizabeth vor einigen Kapiteln, halt dementsprechend jetzt nur mit Zeldris. Ist genau der gleiche Fall. Ich denke, Meliodas wird das schon packen. Schlussendlich, wenn der Dämonenkönig nicht besiegt ist oder wird, dass Zeldris dann sowieso wieder gerettet wird und dann zurückkommt oder so, dass die richtige Gelda dann auch noch mit von der Partie sein wird und dann mit ihm zusammen sein kann. Also das wird schlussendlich der Fall sein. Zeldris lässt aber in diesem Kapitel hier ab und wird einfach quasi erstmal vernichtet. Ich finde, das war ein sehr berührendes Kapitel. Ich fand, das ist nochmal sehr, sehr stark gewesen für die brüderliche Beziehung zwischen Meliodas und Zeldris. Und dann haben wir dementsprechend auch nochmal einen besseren Einblick wieder bekommen können, wie das Ganze denn auch aus der Seite oder aus der Perspektive von Zeldris aussah. Muss ich ehrlich sagen, hat mich sehr berührt. Jetzt geht's so langsam in die Form rüber, die wir alle haben wollen. Und zwar, dass der Dämonenkönig jetzt eine 100%ige Stärke bekommt und auch wirklich ernst macht und dass Meliodas auch als Dämonenkönig kämpfen kann. Das heißt, er kämpft in der Dämonenkönigform und jetzt könnte man auch wieder sagen, kann man Escanor reinbringen, kann man Arthur reinbringen, weil jetzt könnte es der Fall sein, dass der Dämonenkönig in Zeldris Körper, jetzt wo Zeldris das Ruder übergeben hat, jetzt wo Zeldris komplett weg ist und wo er die gesamte magische Kraft des Sees absorbiert hat, beziehungsweise die Dunkelheit komplett um sich rum hat, dass er jetzt quasi sogar über 100% von seiner Stärke nutzen kann. Und da reicht vielleicht sogar nicht die Königsstärke von Meliodas, also die Königsmodus-Stärke von Meliodas. Reicht da vielleicht sogar nicht aus, wenn er im letzten Kapitel schon gesagt hat, dir fehlt so einiges, um letztendlich auch ein richtiger König sein zu können. Dementsprechend bin ich mal gespannt, ob man Escanor oder Arthur mit reinbringen wird, weil das sind die beiden Parteien, die jetzt noch reinkommen müssen, vor allem, weil die anderen Seven Deadly Sins eigentlich ausreichen für das Indura-Monster. Von daher, ich bin gespannt, was da passieren wird. Lasst mir gerne eure Eindrücke mal in den Kommentaren da. Was sagt ihr zu diesem hammermäßigen Mega-Kapitel? Meiner Meinung nach ein unnormales Chapter. Wirklich ziemlich gut. 319, wieder ein bombastisches Kapitel, Meliodas, Zeldris, gerade wenn es um diese brüderliche Verbindung geht, muss man einfach sagen, alter Schwede, das ist heftig. Von daher wäre es das erstmal von meiner Seite aus gewesen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, gerne eure Meinung oder Ideen fürs nächste Kapitel oder was jetzt mit Zeldris passieren wird und so weiter in den Kommentaren da. Natürlich ein Abo nicht vergessen. Damit wäre es das von meiner Seite aus. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Restabend vom Sonntag. Haut rein und ciao.